So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Es geht weiter mit den super tollen Experten-Maps. Und dann sollten wir auch irgendwann mal wieder was anderes machen. Fortgestellte Maps mache ich natürlich. Na komm. So, wo sind wir denn hängen geblieben? Haben wir gemacht. Der Mount Magma kommt jetzt und das nächste müsste dann schon die Dings sein, ne? Genau, ein Experte-Map. Lass uns überraschen. Auf jeden Fall spielen wir einfach mal. Und gucken mal, was die Maps so schön ist. Ernsthaft, die kommen aus der Mitte raus? Ist ja krass. Also die kommen aus dem Wirbel wahrscheinlich raus. Und gehen dann irgendwo in den vier Dingern ab. Ich denke mal nicht, dass ich hier was reinsetzen kann. Korrekt. Wäre auch langweilig. Ich denke mal so. Mal gucken. Heftig. Keine einfache Map. Warum ich kann damit das Ding nicht erreichen, den Anfang. Sollte jetzt aber möglich sein. Genau, wunderbar. Ja, die versuchen rauszukommen, wenn direkt weggesplasht. Ja, gute Frage, was ich damit mache. Also die werden ja sowieso hier am Ende hier rauskommen. Das heißt, dass ich sollte. Ja, aber das ist ja dann doof, dann kommen sie eventuell schon da raus. Ich muss auf jeden Fall drumherum bauen. Wird dann auf jeden Fall lustig aussehen, wenn der Moab rauskommt. Der Dings hat auf jeden Fall sehr hohe Range, der Klebstoffschütze. Den könnte man durchaus vielleicht mal da hinsetzen. Aber erstmal kommen andere Gebäude hin. Gut, ja, mittlerweile hat er schon 10, 9, 10, ne, immer noch nicht. Der Dings ist schneller einfach, der Ninja Monkey. Da kann der nichts gegen machen, der kleine Super Sniper. Ja, so ein Ding ist auf jeden Fall schon nicht schlecht, so ein Ninja Monkey, aber man muss halt wieder auf theoretisch auf allen vier Seiten wieder was machen. Das wäre ja theoretisch die gleiche Taktik wie gerade eben, oder wie, was heißt wie gerade eben? Halt wie, ja, wie gerade eben, wie in der letzten Map, glaube ich. Okay, Searching Shuriken, Seeking Shuriken kann man ja machen. Und, ja, jetzt versuchen sie rauszukommen, versuchen es weiter. Was könnte man am besten, ich glaube, da könnte man eine Bombe am besten hin platzieren, oder? Ich denke nicht auch, dass man da am besten mit Bomben was machen kann, also mit den Bomben. Mal Ninja-Disziplin. Wenn hier wirklich immer alle rauskommen und man dem Gegner einfach immer so eine richtig dicke Bombe ins Gesicht drückt, wäre doch gar nicht so übel, oder? Spitze Shuriken. Gucken wir mal. 805. Ich weiß halt nicht, für was ich es ausgeben soll. Also die Bomben wäre schon nicht übel. Aber da müsste man halt. Ja, ich denke, ich werde den hier hinsetzen müssen. Mit Bigger Bombs halt. Ah, so in etwa. Also extra Reichweite, genau. Größere Bomben oder Splitterbomben? Ja, größere Bomben. Ah, wunderbar. Das ist cool. Das ist sehr cool. Sollte dann nämlich irgendeiner kommen, dann gibt es richtig auf die Fresse. Also, wenn da irgendjemand rauskommt. Das ist cool. Die Bombe ist wirklich ein sehr guter Einsatzgebiet. Ein sehr gutes Einsatzgebiet. Ich vergesse immer das Pluszeichen zu drücken. So, kann man auch Splitterbomben auf jeden Fall skillen. Streubomben. Achso, sekundäre Bomben, das haben die auch nicht übel. Haha, das ist ja cool. Wir werden auf jeden Fall noch ein Dings machen, denke ich mal, ein Moab. So ein Moab-Schlag. Ah, die Runden sind total kurz, oder? Finde ich nicht auch? Das ist so krass, das ist der Bombenshooter haut schon ziemlich krass rein. Batsch, batsch, batsch. Gut, wenn man hier Spitze Shuriken und noch einen zweiten Sniper am besten hinsetzen. Hier unten wäre perfekt, ein Affendorf hinzusetzen. Da sind so viele Gebäude gerade. Die kommen einfach nicht raus. Das ist so richtig gemein, ist das.
Jetzt gehen wir mal mit dem auf den stärksten. Genauso mit denen ist auch schon auf den stärksten, wunderbar. Aber die kommen nicht wirklich lang raus. Ja, werden ja trotzdem kaputt gemacht, die Deep-Balloons. Schneller schießen. Theoretisch können wir auch Distraction, also Ablenkung damit machen. Die werden ja wieder zurück an den Anfang geschleudert. Das heißt, also direkt wieder in die Mitte rein. Und kriegen halt durch die Bomben doch halt viel mehr ab. Das ist schon richtig fies. Oh, jetzt sind sie langsam rausgekommen. Oder zumindest schon mindestens ein Stück sind sie rausgekommen. Moab-Schläge. Wenn wir auch noch skillen. Das ist uncool. Ich bin gerade so ein bisschen just for fun dabei, die ganzen Bomben und die ganzen Türme zu bauen. So wie ich gerade Bock habe. Ja, einer haut nur Splitter raus, einer haut ganze Bombenansätze raus. Easy, keiner kommt vorbei. Ich will auch gar nicht, dass irgendeiner vorbeikommt. Das ist alles okay so. Soll alles so bleiben. Könnt ihr jetzt mal Affendorf, ja, kann man da so ein Ding hinsetzen. Wenn wir auf jeden Fall hier noch ein paar Mentauer hinsetzen. Komm, die Ranger rollen, das ist auch nicht schlecht. Und die Popping Power erstmal gleich. War es das schon wieder? Nee. War es das schon wieder? Nee, auch noch nicht. Man geht mir das auf den Sack, wenn da immer wieder Dingens schubchenweise Ballons kommen. Affenleuchtfeuer, yay, höhere Range. Gefällt mir. Moab-Schläge gleich noch. Für lächerliche 690, dafür 10-fachen Schaden der Moabs ist doch wunderbar. Ih, kaum Ballons. Ih. Die AOE-Damage ist so heftig. Er hat mittlerweile schon fast 1000 Ballons gemacht, so viel wie er gemacht hat. Also sein Dings ist nicht so toll, finde ich. Das ist ein Angriff im Gegensatz zu dem. Ich weiß noch nicht, warum er mehr macht, aber er macht mehr. Er macht wesentlich mehr. Gut. Werden wir hier auf jeden Fall den beiden noch Doppelschüsse verpassen. Hat er Doppelschuss bekommen? Wunderbar. Theoretisch wäre es auch noch mies, das Ding hinzusetzen, richtig? Ist das nicht mies? Oh, das ist gemein. Das ist richtig gemein. So, was ist das? Vernichtete Explosionen lassen jeweils 3 Blutschichten platzen. Mhm. Ja, ja. Der zerstört ja einfach mal instant alles. Sofern noch nicht alles andere sofort kaputt gemacht wurde. Er hat mittlerweile schon fast. Der hat schon mehr kaputt gemacht als der andere hier. Heftig, warum auch immer. Vielleicht steht er ein bisschen besser. Kann auch sein. Krass. Rote passt hier nicht rein, wa? Also ist kein Wasser. Also könnte ja sein, dass es auch auf Flüssigkeiten funktioniert. Einfach nur. Okay. Es ist der in der Range, ja, ne? Genau, ist in der Range. Wunderbar. Wenn wir den mal Affenmagier hinsetzen. Der braucht noch eine Weile. Ist das eine gemeine Kacke, ey, wirklich. Alter, der Platz ist richtig krass drin. Ja, 500 schon kaputt gemacht. Easy going. Alter, wie das aussieht. Holy shit, vor allem die Shurikens kommen wieder zurück. Gefühlt, immer wieder. Ah, manchmal, dann gehen sie auch immer weg, nachdem sie einmal wieder durchgeplatzt sind. Ah, die kommen da einfach nicht raus, die Typen. Ja, gut, ne? Wer muss da schon irgendwie hier weiter rauskommen? Ah, AOE Damage ist aber richtig fies auf der Ebene. Da kommt aber nichts raus. So, 6, das ist der Moab. Der kam einfach aus dem Moab, aus dem Nichts. Ja, und das, die Map ist sowas von easy. Was macht der? Wir haben für kurze Zeit betäubt. Das ist auch nicht schlecht. Wobei das aber unnötig ist, glaube ich. Moab-Killer brauchen wir auch nicht so unbedingt. Na, obwohl. Ich will noch ein paar mehr Dings bauen. Noch am besten ein paar. Wunderbar. Ups. Ups, jetzt habe ich erst noch den. Na egal.
So, hat er schnell meine Kills? 0, 0, 0. Sollte irgendeiner vorbeikommen, dann wird er verklebt. Und Klebstoff wird dann auf alle auf 6 Leute. Aber er hat gar keine Chance. Die sind alle instant tot. Er hat nicht mehr Chance, irgendwie überhaupt einen zu treffen, oder? Hat er eine Chance, einen zu treffen? Ich glaube, der trifft, aber die platzen halt nicht durch ihn. Ist das geil. Ich mag die Map, wirklich. Die ist cool. Ja, was willst du da machen, ne? Das ist einfach zu krass. Mittlerweile schon 1000 kaputt gemacht. Wir kommen gleich noch ein paar mehr Raketen hinballern, aber ich glaube, das ist auch unnötig. Schließen wir das Game einfach mit sehr, sehr viel Money ab. Einfach, weil wir es können, noch eine Affenstadt hingepackt. Ja, easy going auf jeden Fall. Es war jetzt nicht allzu schwer, die Map. Also Mount Magma fortgeschritten haben. Es geht so. Doppeltes Doppelkreuz. 300, 500, 800, 1200. Alter Schwer, was ist hier an Kohle gibt. Ist ja Wahnsinn. Aha! Okay. What the fuck? Wird spannend auf jeden Fall. Ist das nicht die erste extreme Map? Ja, ne? Also erste Experten-Map, meine ich. Glaube schon. Ey, wenn ich sowas von 4 Ninjas in die Mitte packen, das kannst du wissen. Anders kannst du die Map, glaube ich, schwer gewinnen, sage ich mal. 4 und... Ja, wenn halt eine durch ist, dann war's das. Dann kommst du eigentlich kaum noch ran. Ninja-Disziplin. Vielleicht werden wir sogar in die Mitte noch Nagelfabriken setzen. Auf jede Seite ein, das heißt, so viele Nagel produziert werden, aber ich glaube, das ist unnötig. Da sollte man lieber mehr Affen machen. Go, meine kleinen Ninjas. Auf, auf. Ja, ich glaube, das werde ich mit Affen, mit Ninja-Affen bewältigen. Alternativ könnte man wahrscheinlich auch Affenpioniere nehmen. Aber ich habe gerade das Upgrade für die Ninja-Affen drin. Oha, das ist ja krass. Oh, Searching Shuriken, Seeking Shuriken, wie auch immer. Suchende Shuriken. Oh, jetzt haben wir schon mal 2 gute Affen. Ja, ja, go, go, her damit. Her mit mehr Ballons. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Also, wenn ich mir die späteren Maps angucke, vor allem, wenn ich auf die auf Mittel spielen werde. Oha. Aber da werde ich später noch Spezialagenten haben. Sollte ich hier dann sein auf Mittel, werde ich schon Spezialagenten haben. Weil ich, wenn ich auf Leichtes erstmal durch habe, schon mal das ganze Gute, na gut, was heißt auf Leicht erstmal, zumindest auf Leicht werde ich dann schon mal die Schnellstrecke fertig haben und dann ist es halt noch einfacher, noch mehr Maps und noch mehr alles kaputt zu machen und alles und kriegen halt mehr Money. Und dann denke ich mal, wenn ich Leicht erstmal fertig habe, auf die ganzen Ebenen, auf Mittel anfangen und dann hier irgendwann bin, werde ich schon locker ganz, ganz viele Spezialagenten haben, die ich auch zur Hilfe benutzen kann. Platsch, platsch. Auf Klitz, kleiner Scharfschütze. Schwierige Mission auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht gerade einfach. Mehr Bloons. Wobei, wenn ich überall Ablenkung skille, sollte das möglich sein, dass wir das schaffen. Mit 4 Affen, 4 Ninja-Affen in der Mitte. Sollte das kein Problem sein. Und wenn ich denn hier noch ein Affendorf hin platziere. Komm schon, da ist er. Okay, 4 Ninja-Affen, sehr geil. Das wird leicht. Ja, hätten wir jetzt Schnellstrecke gehabt, wären wir doch schon bei Runde 25, glaube ich, oder Runde 30, ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, ich vergesse das immer wieder. Searching Shuriken. Das in der Disziplin. Das. Und wir werden hier noch schneller. Dass die Maps immer so, dass die Dings immer so schnell vorbei sein müssen, die Runden. Ist ja Wahnsinn. 4 weiße Ninjas.
Okay, Doppelschuss oder Ablenkung? Kommt schon ziemlich nahe. Kommt ziemlich nahe. Oh, das sieht geil aus, wenn so vier, so aus dem Augenwinkel, wenn so vier Ballonstränge auf meine Dings losgehen. Ist das Wasser? Oh mein Gott, wie geil, das ist Wasser. Wie genial ist das denn? Na dann. Wisst ihr, was kommt, ne? Ah, okay. Ich werde vier von denen hier entpacken. Ne, zwei geht ja nur. Oben und unten. Meh, jetzt soll ich gerade hinsetzen. Okay. Gut, sehr schön. Traubenhagel, schneller schießen. Traubenhagel und schneller schießen. Mir wurde auch gesagt, ich soll mal oben den oberen Zweig, glaube ich, skillen. Also irgendwo der Zweig, wo er schneller schießt und er schießt dann unglaublich schnell. Ja, glaube ich. Ah, cool, dass das Wasser ist. Gefällt mir. Das war sehr, sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Dann werden wir gleich noch einen Scharfschützen hinstellen. Camo Bloons, yay! Ich freue mich total auf euch! Das ist ja geil, dass da Wasser ist. Das ist doch schön. Wenn wir da genug Geld haben, werden wir auf jeden Fall noch ein paar mehr aufpumpen. Aber erstmal müssen wir unsere Ninja-Affen hochskillen, weil die sind noch recht schwach. Erstmal alle mit Doppelschüssen aufrüsten, dann Ablenkung. Und dann sind unsere Schiffe dran. Blue Nizu ist zwar ganz cool, aber ich denke, das brauchen wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Wenn wir dann Geld haben, werden wir es gucken, ob wir es skillen werden. So much money, so geil. Wahrscheinlich werde ich sogar nicht mal die Dings hinkriegen, das Affendorf. So, alle Ablenkung noch jeder. Ja, mittlerweile haben wir schon 500 gekillt. Wow, nicht übel. Ja. Ich höre das Geklacker schon. So, Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Und die müssen unbedingt die Zerstörer bekommen. Weil die halt dadurch Bomben mal kriegen, glaube ich, ne? Ne, doch nicht. Attack geht super duper schnell, okay. Oha, das ist aber nicht so toll. Ja. Okay, irgendwo fehlt hier noch was. Ich werde noch irgendwas hinbauen müssen. Genau, Kanonenschiff. Die werde ich hier machen. Wir können jetzt nämlich wahrscheinlich auch Dings kaputt machen. Oh, shit. Okay, Ablenkung, wunderbar. Kein Problem. Genau, das sind ja jetzt Kanonen. Die können jetzt also auch die Bleiballons aufplatzen lassen normalerweise. Weil die sind ja nur gegen spitze Dinge scharf, aber nicht gegen explosive Dinge. 3200 Money, was mache ich damit? Oh, die haben ja gar keinen schneller Feuer. Ich dachte, die hätten das schon. Okay, ja, wundert mich nicht, dass die Dings kaputt gemacht, dass die Dings durch konnten, teilweise die, ihr wisst schon. Die Lead Bloons. So, wenn man noch Top Spionage? Nee, wenn man nicht. Wir skinnen noch ein paar mehr von den Dingern. Ich habe Angst. dass sie durchkommen. Zerstörer. Flugzeugträger. Na gut. Nun gut. Also sieht sehr cool aus auf jeden Fall. Der schießt auch sehr, sehr schnell. Ja, wie so ein richtiges MG halt, ne? Wie so ein richtiges MG. Okay, wir sollten jetzt in der Mitte so ein bisschen aufpumpen noch so. Was geht? Vielleicht ein Magier. Einen kleinen Magieraffen. Gut, 50 Money noch. Okay, wunderbar. Haben wir auch schon das nächste. Oh, da kommt ein Warp. Bam, bam, bam. Alle wieder zurück mit euch. ja, so ist das. Geht weg von meinen Ninja-Affen. Okay,
Okay, was werden wir jetzt noch skillen? Wir haben noch zwei Runden Zeit und wir kriegen noch locker 6.000, 7.000. Atem des Drachen können wir noch skillen. Oder wir können Blue Need zu skillen. Ich glaube, das ist wichtiger. Unser Sensei-Affen. Oh, gleich der nächste mit 2220. Und ich denke mal, einen kriegen wir in der Runde noch hin, oder? Ja, doch nicht. In der nächsten Runde kriegen wir einen hin. Wahrscheinlich kriegen wir beide sogar hier hin. Aber auf 5 Shuriken jedes Mal, das ist schon echt heftig. Naja, mittlerweile schon 2500, 1600. 2,4. Okay, dann muss ich ganz kurz auf den Ausguck skillen. Und zack. Echt heftig, wie viel Geld man hier kriegt teilweise. Bam. Ja, was wollen die Mobs gegen 20 Shuriken machen? Hast du einfach keine Chance. Wenn so ein einzelner Gegner gegen den kommt, das ist vorbei. Die werden sowieso so weit zurückgedrückt, bis ans Ende der Welt. Freibeuter Affahrt, Affenpiraten. Fähigkeit schnappt sich nächstgelegen Mob mit dem Enterhaken und holt ihn runter. Sehr schön. Und wir haben 300 Money, 4 Münzen. Oh, wie geil ist das denn? Oh, eine Map fehlt nur noch, Tunnel. Und die recht leichte Map, die ich letztes Mal sagte. Aber es ist halt doch alles leicht, ne? Ich weiß nicht, wie leicht ist im Gegensatz zu Mittel. Ja, wir machen ganz kurze Pause, sind jetzt nächsten Mal wieder von Bloons Tower Defense, dann geht's ab. Wir haben dann Schnellstrecke, werden wir auf jeden Fall das nächste Mal testen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.